Gerade weil du dann gut in der Achse bist. Bin ich euch geneigt. Bin ich euch geneigt. Bin ich euch geneigt. Das ist unser Berufsrisiko. Also, Thema Risiko ist ja interessant. Was ist denn bei dir für ein Risiko? Ich mache mir über Risiko keine Gedanken. Das ist ein falscher Ansatz. Wurde mal, aber direkt mit einem Unternehmer. Ich habe gar nicht. Gut, ich habe große Sachen gemacht. Ja? Und das war auch eine tolle Erfahrung. Aber ich habe mit Werbung nichts am Hut. Ich habe auch mit Angewandten nichts am Hut. Mir geht es immer um mich und meine Message und das, was ich transportieren will und das, was ich realisieren will. Suchen könnte es, ich bin Menschen sammeln. Also Mediziner. Ich bin Menschen sammeln. Gerahmt in einer schönen Wänge. Gefällt mir auch, also das Bild, diese Fotografie, das ist ja überall scharf. Zumindest auch wenn man näher rangeht, schärfer als die großformatigen Bilder manch einer meiner Kollegen hier in Düsseldorf. Das heißt, du achtest da auch schon auf die handwerkliche Qualität. Ja, ja. Ja, ich möchte schon, das muss schon alles richtig gut sein. Ja, ich habe das auf einer Kohleinsel gemacht, auf der Kohleinsel. Ja, hier im Ruhrgebiet. Ja, genau. Weil es geht ja auch um Tanz. Jetzt, die Region hier ist ja für modernen Tanz vielleicht die wichtigste Region auf der Welt. Das hat was mit der Folkwangschule zu tun, das hat was mit Pina Bausch zu tun, die ganzen NRW-Tanzhäuser. Das ist ja hier, moderner Tanz ist ja hier in Nordrhein-Westfalen eine unheimlich lebendige Kultur. Und ich wollte das halt auch reflektieren. Willst du ja auch irgendwie auf den Punkt kommen? Ja, ich komme schon irgendwie auf den Punkt im Werk. Das Werk ist ja dann, das Bild ist ja dann wie ein Haiku. Also die Kurzform des gesamten Prozesses. Und das einzige Lager, was zum Museum geworden ist. Weil die Russische Föderation versucht einfach diese ganze Geschichte der Gulags und der Verbannungen und der Strafgefangenenlager, die versuchen die so wegzudingsen. Jeder Geschichte hast du schon einen Masterplan im Sinne einer... Ich glaube auch eins. Ich glaube, dass die ganze Geschichte der Menschheit und alle großen Themen spiegeln sich im Einzelnen, in der individuellen Biografie des Einzelnen. Und dieses Projekt ist die Möglichkeit, das auszudrücken, und zwar auf eine authentische Art und Weise. Deswegen sind die Rots schon mal bei mir ein bisschen dunkler, ein bisschen leuchtender, je nachdem, was gerade erhältlich ist. Ich sehe das auch nicht so eng. Es geht ja um die Bedeutung. Es geht darum, dass das hier ein Fetisch ist, auf dem 600 Menschen saßen und dass dieses Ding jeden Menschen erhebt und schön macht. Menschen sind schön.
spiegeln sich.